Wenn man sich als Fußballfan über Manchester United unterhält, dann fällt hierzulande sehr häufig die Bezeichnung Menu. Das ist streng genommen allerdings nicht wirklich richtig, denn die Fans des englischen Rekordmeisters fassen das fast schon als Beleidigung auf. Also die sind da überhaupt nicht glücklich mit dieser Bezeichnung, kommt nicht gut an und die Engländer können da sogar richtig böse werden. Menu nutzten nämlich gegnerische Fans, um die Opfer des tragischen Flugzeugunglücks vom 6. Februar 1958 in München zu verhöhnen. Damals kamen 23 Menschen ums Leben, darunter auch Spieler und Clubverantwortliche von Manchester United. Es wird das Munich Air Disaster genannt. Die Mannschaft kam von einem Auswärtsspiel im europäischen Pokalwettbewerb bei Roter Stern Belgrad und befand sich auf der Heimreise nach Manchester. Und geplant war es, dass beim Flug 609 ein Zwischenstopp in München gemacht wurde. Dieser wurde dort auch gemacht. Es sollte anschließend weitergehen nach England. Nach der Betankung des Flugzeugs in München allerdings kam der Flieger des Typs Airspeed AS-57 beim versuchten Abflug von der Startbahn ab und explodierte. Immer wieder gedenkt der Club den Opfern dieses tragischen Unglücks. Insgesamt waren 44 Personen an Bord der Chartermaschine, neben der Fußballmannschaft auch Begleitpersonal, Fans und Sportjournalisten. Aber zurück zum Begriff Menu. Menu klingt so ähnlich wie Manure. Das englische Wort bedeutet Dünger oder auch Mist. Die Fans des Fußballclubs West Bromwich Albion griffen die Abkürzung tatsächlich für diesen widerlichen Fangesang auf. Später nahmen auch Fans aus Liverpool und Leeds diesen Gesang auf. Duncan Edwards war einer der verunglückten Spieler von Manchester United. Die Anfangsbuchstaben des letzten Verses, Man U never intended coming home, ergibt zudem das Wort Munich. Zwar hat der Manchester United-Fan Giles Oakley in einer Medienanalyse herausgefunden, dass der Begriff Man U bereits vor dem Flugzeugunglück verwendet wurde. Die Printmedien benötigten wegen der damaligen Drucktechniken möglichst kurze Schlagwörter für ihre Überschriften. Doch heutzutage wird diese Abkürzung von englischen Fans und Medien nicht mehr verwendet. Gängige und beliebte Bezeichnungen des Vereins sind Man United, Red Devils, MUFC, Reds oder die populärste einfach nur United. Die Fans von Manchester United werden es euch danken.